Schönen guten Tag, liebe Germanistinnen und Germanisten an Grundschulen. Heute möchte ich Ihnen ein paar Worte über dieses Lehrwerkklasse super toll sagen. Ich möchte dann von einem Potenzial dieses Lehrwerks erzählen, und zwar von der Projektarbeit. Denn die Projektarbeit ist ganz konsequent in dieses Lehrwerk so eingeschrieben worden. Auf der einen Seite, weil das auch im Curriculum vorgegeben ist, also diese ministerialen Vorgaben, Anforderungen, die sich auf den Deutschunterricht an den Schulen beziehen. Aber auf der anderen Seite, das gehört auch zu den Schlüsselkompetenzen, also die Projektarbeit, also Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts. Denn wenn wir uns das gut überlegen, bei der Projektarbeit geht es auf jeden Fall um die Aktivität der Schülerinnen und Schüler oder generell der Lerner. Es geht auch um die Kooperation, denn meistens die Projektarbeit wird nicht alleine realisiert. Man kann auch sie zwar alleine so auf die Beine stellen, die Projektarbeit, aber dann zum Beispiel im zweiten Schritt kann man das schon in Gruppen, also in Teams sozusagen auch besprechen. Das ist so deswegen diese Kooperation von Bedeutung. Wir haben auch die Kreativität, denn es geht um auch einen wirklich produktiven und kreativen. Man kann auch sagen, es geht auch um die Perspektive, dass die Lerner, Schülerinnen und Schüler einfach etwas erfinderisch werden. Denn wenn sie ein Projekt wirklich in die Wege leiten, dann müssen sie auch auf jeden Fall etwas so Kreatives schaffen, denn es entsteht immer etwas Neues. Dann haben Sie auch diese Kompetenz im Rahmen der Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts. Das ist diese eben Kreativität. Ich habe schon auch gesagt, wir haben auch die Situation, wenn die Lerner kooperieren, zum Beispiel wenn sie schon ihre Projekte dann in der Klasse oder im konkreten Klassenraum präsentieren, dann wird das bestimmt besprochen und dann wird das reflektiert. Es kommt zum einen Austausch auf jeden Fall, denn die einen Lerner oder die Mitschülerinnen und Mitschüler, sie werden bestimmt etwas sagen über ein Projekt, zum Beispiel der Kollegen oder des Kollegen. Und dann haben wir auch auf jeden Fall auch was zu den Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts gehört, das kritische Denken. Denn es geht hier nicht nur um die pure Kritik, dass wir einfach dann wirklich nur kritisieren, sondern es geht um das reflektierende Denken, dass wir uns einfach oder dass die Lerner hier in diesem Kontext sich überlegen, wie haben sie das alles wirklich geleistet, was sie im Moment dann im Klassenraum präsentieren oder präsentieren werden, wenn sie schon wirklich ein fertiges Projekt besprechen. Also wir haben dann die Kooperation, die Kreativität, das kritische Denken und was am wichtigsten ist unter diesen vier Schlüsselkompetenzen, die wirklich für uns, für Fremdsprachen, Lehrer, Lehrerinnen wirklich von Bedeutung sind, dann ist diese vierte, oder eigentlich soll ich als die allererste nennen, es ist die Kommunikation, denn die Kommunikation ist eigentlich überhaupt die Grundlage der ganzen Projektarbeit, denn die Lerner kommunizieren untereinander, sie kommunizieren mit ihnen als Lehrerin, Lehrer, aber auch sie kommunizieren quasi mit dem Lehrwerk selbst, denn sie müssen einfach dann auch einen Dialog aufnehmen mit der Aufgabenstellung, die einfach im Lehrwerk formuliert worden ist. Und ich habe hier in der Hand eben Klasse super toll, im Moment Band Nummer 2, das ist für die 8. Klasse. Hier habe ich Band Nummer 1, das ist dann für die 7. Klasse. Denn wir haben hier diese zwei Bände auf jeden Fall von Klasse super toll. Und wenn ich dann mit Ihnen da kurz reinschaue, dann werden Sie sehen, in jedem Kapitel haben wir dann diese Projektarbeit, die ich erwähnte. Und diese Projektarbeit wird hier ganz konsequent von den Autorinnen wirklich dann realisiert, also eingesetzt. Sie ist ein fester Bestandteil des jeweiligen Kapitels. Und hier, wenn ich zum Beispiel hinten so aufschlage, wir haben hier das Thema im Kapitel 9, es ist dann, das ist eigentlich das letzte Kapitel in Klasse super toll, in diesem Band für die 7. Klasse, da ist das Thema rund um das Jahr.
Also unter anderem geht es hier um die Jahreszeiten, den Kalender, aber auch das Wetter. Also das sind diese Themen. Es geht auch darum, was wir dann zum Beispiel in dieser konkreten Jahreszeit machen oder hier die Perspektive der Lerner, was sie machen, womit sie sich beschäftigen. Und dann, wenn wir dann reinschauen zu dem Teil, wo diese Projektarbeit konkret hier vorkommen, das werden Sie sehen, was hier die Aufgabenstellung ist. Hier haben wir das, das ist immer hier in den jeweiligen Kapitel der Punkt F und das ist genau diese Projektarbeit. Und hier ist das so formuliert, da haben wir diesen Balken, das kann ich Ihnen noch einmal hier zeigen, das können Sie sich anschauen. Das ist hier so optimal jetzt zu sehen. Das Thema ist ein Tierpass für mein Haustier. Also die Lerner, wie Sie vermuten schon, also wir schon ahnen, sie müssen so einen quasi Reisepass für ihr Lieblingstier, Haustier eigentlich so vorbereiten. Das ist dann gut auf Polnisch geschrieben. Und hier ist das Thema, Willkommen do Wolnotechniką, Passport dla swojego pupila, also wie ich das gerade sagte, so ein Haustier, das wird hier so thematisiert als Aufgabenstellung. Passport powinien zawierać następujące dane, also bestimmte Angaben sollen auch mit dabei sein und die kommen hier auch alle erwähnt. Das ist dann der Name, Alter, aber auch dann zum Beispiel Farbe, ja. Und dann haben wir dann weiter, pamiętaj o zdjęciu swojego ulubieńca, also man soll auch das Foto einkleben oder man kann auch das etwas modifizieren und hier zum Beispiel dann die Lerner, sie können einfach das auch zeichnen, wenn sie so in die Richtung, also in der Form so künstlerisch begabt sind, dann warum nicht? Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Aber am einfachsten ist wirklich so ein Foto zu knipsen zu Hause und dann entsprechend das drauf kleben. Przygotuj swój projekt w klasie. Also wir sehen, das ist eigentlich auch Projektarbeit nicht zu Hause, sondern Klassenarbeit, denn das kann man ziemlich zügig machen, ziemlich schnell, wenn man schon das Foto hat. Und dann haben wir po präsentacji zachowaj swój projekt w teczce do portfolio językowego. Also Sprachenportfolio ist dann auf jeden Fall auch hier mit dabei. Und das ist definitiv eine wichtige Sache, denn auf der einen Seite wird die Arbeit archiviert, dokumentiert. Aber wenn wir mit diesem Konzept von Sprachenportfolio arbeiten, was eigentlich so ein Trend ist in der EU, denn das ist so eigentlich eine Vorschrift des Europarates, dass die Lerner, wenn sie Fremdsprachen lernen, wirklich auch Sprachenportfolio so basteln, ja, dass sie einfach ihren Lernfortschritt dokumentieren, dann ist es immer so, wenn wir das schon angesammelt haben, wenn wir schon das in einer Mappe haben, dann sehen wir alles, was wir sprachlich geleistet haben und die Projekte, sie eignen sich sehr gut einfach dazu da, um dokumentiert zu werden. Also das war so ein Beispiel, so ich habe das so hinten aufgeschlagen, aber wir können das auch ganz vorne aufmachen, da werden wir auch die ganz klare Projektarbeit sehen, das heißt, also die Aufgabe, die sich auf die Projektarbeit bezieht, wir haben zum Beispiel Kapitel Nummer 1 und das ist also immer die ersten Kontakte, ich und du. Und dann werden wir auch sehen, dass hier auch ein Projekt da ist. Und hier ist das auch der Punkt hier. Und dann haben wir Klassengalerie. Diese Klassengalerie, das ist auch dann konkret eine Aufgabenstellung. Und dann, was sollen hier die Lerner hier vorbereiten? Willkommen in der Wolnotechniką College. Also wir haben schon die Technik eigentlich, Format würde ich eher sagen, so vorgegeben. Die Technik ist eigentlich frei, aber bei der Collage, dann meistens ist es auch was Zeichnen, was Kleben. Das sind schon auch bestimmte Elemente, die mit dabei sind, wenn wir eine gute Collage vorbereiten wollen. Und dann, was ist weiter? Willkommen in der Wolnotechniką College, w którym zilustrujesz odpowiedzi na pytania na swój temat. Und dann haben, also die Aufgabenstellung ist auf Polnisch, aber dann haben wir konkret schon die Fragen auf Deutsch. Wie heißt du? Wie alt bist du? Wo wohnst du? Woher kommst du? Wie ist deine E-Mail-Adresse? Wie ist deine Telefonnummer? Also diese Informationen sollten eigentlich mit dabei sein. Sie sollen dann auf dieser Collage in Form eines Plakats, eines Posters auf jeden Fall zu sehen sein.
Wie das gestaltet wird, das ist eigentlich diese freie Möglichkeit. Es geht um diese eben Kreativität, die ich erwähnte. Und dann haben wir das so, dass die Lerner wirklich so ihrer Fantasie sozusagen einen freien Lauf geben. Also wirklich dann, sie können das so gestalten, wie sie das grafisch sozusagen selbst haben wollen. Und dann ist es weiter genau das gleiche, Projekt gleiche. Also das wird eigentlich zu Hause jetzt gemacht. Und dann soll das im Klassenraum, also vor der ganzen Gruppe, also im Plenum sozusagen, besprochen werden, präsentiert werden. Und das ist auch diese Kooperation, denn wie ich das erwähnte, das ist auch diese Arbeit, dass die Lerner auch sich an der Projektarbeit beteiligen, nicht nur alleine, sondern auch mit der ganzen Gruppe so arbeiten. Und hier Popräsentat ist auch ein Projekt attached to the Portfolio Jensikowego. Also wir sehen immer den gleichen eigentlich Satz. Den hatten wir hinten, den haben wir hier vorne. Es geht darum, dass es alles so in der Mappe gesammelt wird und das ist die Mappe mit dem Sprachenportfolio eben in Bezug auf dieses Konzept der EU, dass man wirklich den eigenen Lernprozess, Fremdsprachenlernprozess, hier konkret Deutsch, wirklich dokumentiert, archiviert. Schauen wir zum Beispiel in das weitere Kapitel. Das weitere Kapitel ist hier das Thema die Familie und dann lassen wir uns mal überraschen, was soll jetzt hier vorbereitet sein. Das können wir uns gleich anschauen. Das ist hier auch hier diesmal Punkt G, hier ist es hier in diesem Teil. Und dann haben wir hier auch eine klare Aufgabenstellung. Familienstammbaum. Also wenn Sie daran gedacht haben, dann ist es so richtig. Und hier haben wir wykonanie dowolną techniką drzewogenealogiczną swojej rodziny. Also so eine Aufgabe auch, die wirklich vielen Lernern Spaß macht. Możesz zilustrować je fotografiami lub rysunkami. Und genau das können entweder die Fotos sein, wenn man so viele Fotos hat, oder einfach die Familie ist gut fotografiert worden und es ist erlaubt den Schülern, dass sie wirklich diese Fotos dann nutzen für diese Projekt. Aber wenn nicht, dann können sie einfach das Zeichnen. Also wieder ist dann diese künstlerische Aktivität auch mit dabei, das Kreative, was ich gerade sagte. Und dann haben wir obok każdej osoby umieść takie dane jak. Also wir haben hier an auch ganz konkrete sprachliche Aufgaben. Also es geht dann einfach um die Informationen, also Angaben sind hier Name, Vorname, Alter, Beruf. Zum Beispiel, wenn es um die Eltern geht oder die Großeltern, ja, oder Bruder, Schwester, wenn er oder sie älter ist und wirklich schon arbeitet. Dann haben wir Charaktereigenschaften, also mehr abstrakte Sachen, was auch, da muss man etwas recherchieren, zum Beispiel Wortschatz, und dadurch auch erweitern. Und dann entsprechend auch das Hobby. Zaprezentuj je w klasie, also genau ist dann der letzte Punkt immer gleich in diesem Teil der Projektarbeit, dass wir das immer im Klassenraum vor der Gruppe, also im Plenum das präsentieren, ja, dass wir das auch besprechen, dass wir auf diese Art und Weise so kooperativ sind. Und dann haben wir genau immer den gleichen Satz. Vor Präsentation, also nach der Präsentation, soll man dieses Projekt dann in der Mappe mit dem Sprachenportfolio auf jeden Fall aufbewahren. Ja, das ist hier auch so das geschrieben. Dann können wir zum Beispiel noch schauen, zum Beispiel im Kapitel Kleider. Dann haben wir auch so konsequent Projekte. Und ich will das Ihnen auf jeden Fall jetzt präsentieren, dass Sie wirklich dann überzeugt sind, dass wir wirklich das konsequent haben als diese methodische Linie. Hier ist es, das ist diesmal Punkt E. Und wir haben hier dann Modedesigner, also wirklich eine ziemlich spannende Sache. Das Projekt dla siebie strój na Diskotekę. Also es geht dann um ein Outfit, also um das richtige Kleid, ja. Also das ist einfach die Frage, was die Mädels, so, also Mädchen, was sie dann anziehen wollen, das können sie einfach so designen. Aber ist die Frage, was sollen dann die Jungen anziehen, ja? Einen Anzug nicht unbedingt, also vielleicht auch etwas Kreatives sich einfallen lassen, also etwas ausdenken. Und dann haben wir wykonaj dowolną techniką, also da ist eigentlich nicht das schon vorgegeben. Das kann eine Collage sein, das kann wirklich so gezeichnet werden, das kann auch mit Fotos zum Beispiel gemacht werden oder zum Beispiel bestimmten Ausschnitten aus den bunten Zeitschriften. Ja, das kann man dann auch einfach zusammenkleben und sagen, das ist so mein idealer Anzug, wenn es ein Mann ist, ja, oder sagt dann das Mädchen, das ist mein idealer
Rock oder eigentlich ganz Kleid, ja. Das lässt sich auf jeden Fall so ganz schön präsentieren und die Kreativität, sie bekommt eben diese Möglichkeit, wirklich ganz sich, also hier zu präsentieren, dass man wirklich die Lerner wirklich ganz, ja, in diese Projektarbeit mit einbringt, dass sie wirklich sich dann konsequent beteiligen, ja, an diesem Projekt, wirklich mit Freude, mit Lust und Laune wirklich die Sprache lernen und nicht nur dadurch, dass sie nur die Textarbeit machen, ja. Und dann haben wir auch podpis poszczególne części garderoby, also es geht einfach um die jeweiligen Teile, ja, die sollen einfach dann auch beschriftet werden, kurz einfach präsentiert werden. Oder ich Color, denn hier in diesem Kapitel haben wir auch die Farbe oder Farben und da muss man auch entsprechend das benennen. Also man integriert das in das kreative Ding hier auf jeden Fall auch die Beschäftigung mit der Sprache, also die sprachliche Aktivität, sogar Aktivitäten. Und dann haben wir genau das gleiche Przedstaw swój projekt w klasie, also man soll das eben im Klassenraum vor der Gruppe vor den Mitschülerinnen und Mitschülern einfach präsentieren und dann genau po prezentacji zachowaj swój projekt wtedy do Portfolio językowego. Also das ist so die Sache, wie ich das auch sagte, in Sprachenportfolio wird das dann später aufbewahrt und wirklich dokumentiert und vielleicht dann, wenn wir zum Beispiel merken, dass die Lerner jetzt im Moment ein bisschen demotivierter sind oder sie merken sich, naja, es ist irgendwie so schwierig, mir das Ganze oder Deutsch ist mir langweilig irgendwie geworden, aus welchem Grund auch immer, ja, dann kann man immer so in die Mappe schauen und dann ein bisschen sich motivieren, so selbst anspornen sozusagen und schlicht und einfach sagen, naja, ich habe das alles so gemacht, ja, da eigentlich viel, ja. Vielleicht kommt man auf eine Idee, na, vielleicht mache ich doch ein Projekt, nicht nur in Bezug auf das Lehrwerk, aber einfach so spontan von sich selbst und dann noch einmal auf diesem Wege in die Sprache so wieder einsteigt, dass es so einfach möglich ist, ja. Und hier möchte ich auch Ihnen präsentieren, zum Beispiel dieses Heft Nummer 2, also den zweiten Band von Klasse super toll. Und hier haben wir auch Projektarbeit. Das kann ich auch mal aufschlagen. Das ist auch so interessant. Also die Projekte, denn sie sind hier konsequent. Zum Beispiel meine Pflichten haben wir hier so ein Kapitel. Und in diesem Kapitel schauen wir mal rein, also zusammen, was es hier an Projekt ist. Das werden wir auch dann sehen. Das ist hier, wie das am Anfang war, auch Punkt F, ja. Und hier ist die Aufgabe, meine Hauspflichten, also wie wir das vermuten konnten. Und dann ist die Frage, was ist hier dann als Aufgabenstellung uns hier sozusagen vorgegeben? Da steht der Satz auf Polnisch: Napisz o swoich obowiązkach w domu. Also man soll diese Hauspflichten, wenn es um die wirklich Aktivitäten, also um diese Tätigkeiten zu Hause geht, dann muss man das hier entsprechend hier auch thematisieren. Zaprezentuj swój projekt Klasse, also das soll eigentlich ein Text sein, also etwas Schriftliches, aber man kann das immer mit den Bildern bereichern. Präsentation Portfolio językowego. Also wie genau, dass ich vorher schon sagte, ist genau das Gleiche, wie wir das schon früher auch sehen konnten, hören eigentlich, wie Sie das konnten. Das ist genau das gleiche Verfahren, so konsequent auch in diesem Teil 2 von Klasse super toll für die 8. Klasse. Und dann haben wir sehr interessant auch Hinweis, also einen sehr interessanten Hinweis, einen Lerntipp. Und hier haben wir das auf Polnisch geschrieben. Najpierw zanotuj niemieckie wyrazy i zwroty potrzebne do napisania tekstu. Also man soll sich auf die Wendungen konzentrieren, auf die Phrasen, auf den Wortschatz, Lexik, so generell gesagt, ja, die man wirklich dann nutzen wird. Also man soll nicht spontan so einfach so schreiben, sondern wirklich dann so eine Wortschatzliste zum Beispiel vorbereiten. Man kann das alles sich sammeln und dann das Gesammelte in den Text einfach dann integrieren oder eigentlich aus diesem gesammelten Stoff wirklich dann einen Text so verfassen. Ja? Das ist so hier der Lerntipp, also ein Hinweis. Und dann haben wir weiter, das nennt ihr Ursch, nicht zwei Zdania, also genau, dann soll man die Sätze einfach schreiben. Taka notatka pomoże ci uporządkować informacje. A zapisane nowe słowa lepiej i szybciej zapamiętasz. Denn wie wir wissen, das ist immer das Lernen durch den Kontext oder im Kontext. Das ist sehr, sehr von Bedeutung. Und hier, wie ich das auch
mal früher sagte, es geht auch um das doppelte Kodieren. Wir haben diese visuelle Seite, also mit den Bildern arbeiten, Plakate, Collagen gehören auch zu diesem visuellen Teil der Arbeit in der Schule und auch mit der Sprache. Und dann haben wir auch den Text, den wir integrieren, denn das haben Sie auch hier gehört, dass es immer in der Aufgabenstellung ist, wir sollen uns auf die Sprache beziehen. Und diese Sprache wird hier so immer integriert in diesen kreativen Teil, ja? Also den Teil, der eben so visuell ist, ja. Und das ist genau das doppelte Kodieren, die zwei Elemente, das Visuelle auf der einen Seite und das Verbale hier in diesem Sinne, das Textuelle auf der anderen Seite. Und das ist hier wirklich sehr, sehr grundlegend. Ich kann Ihnen noch etwas hier präsentieren, was für Ideen wir noch hier haben. Wenn es um Projektarbeit geht, zum Beispiel schauen wir in das letzte Kapitel. Hier ist auch die Aufgabe mit dabei, wenn es um die Projektarbeit geht. Hier haben wir das zu sehen. Hier, das ist auch dieser Punkt F hier. Und hier haben wir mein Lieblingsessen. Also dann können Sie schon ahnen, denn das Thema bezieht sich auch hier auf das Essen. Przedstaw swoje ulubioną potrawę. Also es geht um das Lieblingsgericht. Zaprezentuj swój projekt w klasie. Also genau, das ist eigentlich das gleiche Format, so permanent dieser Aufgabenstellung. Po prezentacji zachowaj swój projekt w teczce do portfolio językowego. Also wie wir schon das wissen, das soll dann entsprechend auch aufbewahrt werden in der Mappe mit dem Sprachenportfolio, oder für dieses Portfolio ist diese Mappe eigentlich dann früher vorbereitet worden, dass wir einfach die Sachen eigentlich sammeln. Und schauen wir noch in das erste Kapitel hier in diesem Band 2. Wir haben hier auch Projektarbeit. Hier ist es das zu sehen und es ist auch hier gerade der Punkt F, eigentlich F dominiert. Je nachdem gibt es hier kleine Verschiebungen, das haben Sie auch gesehen im Band 1, aber generell, das ist so gegen Ende des jeweiligen Kapitels, des jeweiligen Moduls, was auch ganz sinnvoll ist, denn diese Projektarbeit hat diese integrative Funktion, also sie integriert einfach die Kompetenzen, die im ganzen Kapitel so an sich geübt wurden, trainiert wurden, oder zuerst wurden sie eigentlich eingeführt in diesen ersten Teil des Kapitels, also diese Einheit, und dann am Ende wird das noch einmal wirklich vertieft und eigentlich bearbeitet durch diese sprachliche Aktivität. Und hier ist es zum Beispiel, das Thema ist hier, also Kapitel, das möchte ich Ihnen sagen, wenn ich das so richtig aufschlage, das ist hier das Thema gesund und krank. Also es geht einfach um die Situation, jemand ist zum Beispiel krank, jemand ist wirklich sogar ernst wirklich krank, und dann ist es zum Beispiel im Krankenhaus, also dann zum Beispiel ist auch eine Variante. Und hier haben wir so eine Aufgabenstellung bei diesem Projekt. Zuerst diese Überschrift im Projekt, Sie sehen, das ist etwas länger hier. Und was ist die jetzt Aufgabe? Kreuzworträtsel, also diese Technik sollen wir hier auch üben für deinen kranken Freund. Deine kranke Freundin, also wir haben hier nach dem, wer das ist, przygotuj krzyżówkę dla chorego kolegi, chorej koleżanki, also man soll eben für den Freund, für die Freundin oder Mitschülerin, Mitschüler so ein Kreuzworträtsel vorbereiten. Aber hier ist wichtig, którego rozwiązanie brzmi gute Besserung, ja. Also man soll das entsprechend sich überlegen, wie man das wirklich macht und welche Begriffe zum Beispiel da in diesem Kreuzworträtsel vorkommen werden. Aber es soll etwas größer sein, denn die Begriffe müssen einfach dann diese Möglichkeit uns ergeben, dass wir diese Phrase gute Besserung wirklich dann auch haben, ja. Dass man das rausnimmt aus diesem Kreuzworträtsel. Und dann ist genau das gleiche. Przedstaw swój projekt w klasie. Po prezentacji zachowaj projekt w teczce do portfolio językowego. Und das ist genau das, was ich Ihnen präsentieren wollte. Also hier in zeigen, diese Projektarbeit konsequent durchgeführt in diesem ganzen Lehrwerk. Klasse, super toll. Aber noch zum guten Schluss noch ein paar Worte will ich Ihnen sagen. Wir haben, wenn es um diese Projektarbeit geht, wir haben das auch in diesem
wirklich Lehrerhandbuch. Wir haben hier, denn das werden Sie auch bekommen, wenn Sie mit der Klasse super toll dann einfach arbeiten. Sie werden hier auch die Hinweise haben, wenn es um die Projektarbeit eben geht. Und hier, also exemplarisch möchte ich genau das nehmen, was ich auch Ihnen präsentierte. Hier, das ist dieses letzte Kapitel. Und dann, wenn Sie sich erinnern, es ging um den Tierpass für mein Haustier, also ein Tierpass für mein Haustier. Und das ist genau dann hier am Rande so ein didaktischer Hinweis, was Sie damit machen, wie Sie dann damit arbeiten. Hier haben wir es auf Polnisch, diese ganze Beschreibung, was die Autorin einfach hier Ihnen vorschlagen. Da sind die drei Frauen, genau die Sie schon bestimmt kennen, die Ihnen vertraut sind, die einfach die Reihe der Didas geschrieben haben. Also die sind einfach für diese didaktischen Sachen hier zuständig, für diese didaktische Linie. Und dann haben wir so eine Aufgabestellung hier und dann entsprechend den didaktischen Kommentar. Und in diesem Kommentar ist es auf Polnisch so formuliert. Uczeń wykonuje projekt, wykorzystuje praktycznie wiedzę zdobytą w danym rozdziale. Deswegen, das habe ich auch gesagt, das ist diese integrative Funktion. Und dann haben wir nauczyciel ocenia poprawność merytoryczną pracy, wykorzystane słownictwo, also es geht eben um die Lexiken, den Wortschatz, das soll auch bewertet werden, ist es korrekt genutzt worden, überhaupt die richtigen Wendungen, ja, und dann, wie ist das wirklich geschrieben worden, orthografisch, also Rechtschreibung und dann auch grammatikalisch zum Beispiel, Stil, das soll auch bewertet werden, und Treść, also das Inhaltliche, jak również opracowanie graficzne projektu, poprawki powinien nanosić ołówkiem, i dać uczniowi możliwość korekty. Also das ist hier wichtig, dass der Schüler, Schülerin, Schüler, Lerner generell das selbst eigentlich korrigiert, also korrekt einfach schreibt, dass zum Beispiel, wenn ein Wort falsch geschrieben worden ist, da soll man das nur zum Beispiel unterstreichen und dann diese richtige Korrektur soll von dem Lerner selbst geleistet werden. Und noch möchte ich Ihnen noch etwas zeigen, was auch gut ist für die Projektarbeit. Das gehört auch zum integralen Teil unserer Lehrwerke. Das haben Sie auch im Lehrerpaket. Das sind diese Konversationskarten. Und wenn Sie sich zum Beispiel das anschauen, wir hatten das Thema heute zum Beispiel Essen. Und wir haben hier auch etwas Ähnliches. Ja, Essen, das können Sie sich so anschauen. Und wenn ich das so umdrehe, dann können Sie einfach hier ganz gut sehen, wir haben hier auch Aufgaben und diese Aufgaben in diesem Sinne, dass wir hier bestimmte Fragen haben, die kann man auch nutzen bei der Projektarbeit, bei der Vorbereitung einer Collage, eines Posters. Das ist auf jeden Fall auch einzusetzen. Und hier ist zum Beispiel die Frage, was isst du gern, was trinkst du gern, wie heißt dein Lieblingsessen oder Lieblingsgericht, isst du Fleisch oder bist du Vegetarier? Das sind solche Fragen, wie Sie sehen, sie auch ziemlich modern ist es. Oder wir haben genau hier das Thema Kalender, das können Sie sich anschauen, so schön, also es ist das hier dargestellt worden. Das ist hier, wie Sie sehen, die Sache mit den Jahreszeiten und genau heißt es Kalender und rum um das Jahr, also genauso wie das im Lehrwerk auch ist. Das können Sie auch hier dann nutzen, kurz besprechen und dann die Fragen auch hier, gibt es mehrere, einfach mit einbeziehen für so eine Projektarbeit. Das ist zum Beispiel, welche Jahreszeiten kennst du? Hast du deine Lieblingsjahreszeit? Was ist für deine Lieblingsjahreszeit typisch? Wie ist das Wetter in deiner Lieblingsjahreszeit? Das kann man zum Beispiel, also wenn es um Impulse geht, bestimmte Ideen, wie kann ich so ein Projekt so durchführen? Was kann ich berücksichtigen, wenn es um das Inhaltliche geht? Da kann man sich ganz ruhig darauf beziehen, zum Beispiel auf diese Karten. Das sind so Konversationskarten. Hier zum Beispiel Thema Wohnen, Zimmer einrichten. Das ist hier auch mit dabei. Da kann ich Ihnen auch präsentieren, eben Reisen zum Beispiel gehören auch dazu. Und wir haben hier auch Interessen, Pläne, Wünsche und Träume. Also das kann man auch hier thematisieren. Das ist auch, das sind alles so Themen, die wirklich in den formalen Vorgaben des Bildungsministeriums einfach da sind. Und zum guten Schluss möchte ich Ihnen noch etwas zeigen. Hier mit dem Handy. Sie können auch arbeiten, wie Sie wissen, im PWN Schulbuchverlag. Wir haben hier auch unser wirklich Profil auf YouTube und wenn ich hier so richtig eingebe,
PWN, ich habe das schon früher gemacht, PWN, Wydawnictwo Szkolne, dann sehen Sie, dann ist es eben hier dieser Kanal, dieses Profil, und da kann man das anklicken und Sie finden hier, wenn ich dann Video hier auswähle, hier also anklicke, dann werden Sie finden, wir haben hier diese Animationen und zum Beispiel ist einer der ersten, zum Beispiel ich und du, also Kontakte, das können Sie auch immer nutzen, gebrauchen, so anwenden, diese eigentlich Zeichentrickfilme. Das kann man hier so sich anschauen. Das erste Thema eigentlich ist hier zum Beispiel erste Kontakte und das möchte ich Ihnen auch hier präsentieren. Hier ist es und erste Kontakte, dann werden Sie eigentlich Erste einfach Kontakte. genau sehen können und hören können. Hallo, wir kommen aus Deutschland. Wir wohnen in Berlin. Wir sind 13 Jahre alt. Ich heiße Paul. Mein Hobby ist Skateboardfahren. Genau, und das sind diese Zeichentrickfilme und diese Zeichentrickfilme kann man da gut auch einsetzen, zum Beispiel als Einleitung, als Begleitung auch der Projektarbeit. Das wird auf jeden Fall so ein Stimulus sein, also ein konkreter Reiz, Impuls, ja, für die Aktivierung der Lerner. Und dann können Sie dann später das bearbeiten und dann so komplex einfach die Sachen angehen. Auf der einen Seite Wortschatz übernehmen aus dem Lehrwerk, aus dem Kapitel, dann einfach dieses also diesen Zeichentrickfilm, das, was ich Ihnen hier präsentierte, dieses Ding und dann entsprechend zum Beispiel auch diese Fotokarten zum Beispiel. Und wenn man das alles so integriert, da kann man sehr gute Projektarbeit auf jeden Fall auf die Beine stellen. Und wie ich das auch sagte, das polysensorische Lernen, das habe ich schon mehrmals wiederholt in anderen Videos, auch auf diese Art und Weise realisieren. Und wenn wir das polysensorisch machen, dann ist es wichtig, dass wir ganzheitlich unsere Lerner in die Sprache wirklich integrieren, dass sie ganz wirklich sich so einsetzen in diesen Lernprozess. Ich hoffe, das war so für Sie interessant. Vielen Dank für das nette Zuhören. Ich wünsche Ihnen schöne Zeit und schönen Tag noch und bleiben Sie auf jeden Fall mit dabei, denn Sie werden auch bestimmt noch andere Videos sehen können mit mir zusammen. Und verfolgen Sie bitte auch und begleiten Sie uns aus Facebook. Auf Facebook, auf unserem Profil, aber auch, wie ich das auch Ihnen sagte, begleiten Sie uns auch auf dem YouTube, denn da haben Sie wirklich auch sehr interessante didaktische Materialien. Tschüss und alles Gute für Sie und vielen Dank für das nette Zuhören, Zusehen und schöne Zeit noch an Sie. Servus.